Hallo liebe Freundinnen und Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zu einem niegelnagelneuen Whisky-Verkostungsvideo hier von meiner Bar. Und heute befinde ich mich zwischen diesen beiden Schönheiten, beide von Feingeist, beides Solist-Abfüllungen von Cavalan, einmal aus dem Portweinfass und einmal aus dem Vigno Barrique. Ich freue mich. Für diejenigen unter euch, denen Cavalan nichts sagt, Cavalan ist keine schottische Destille oder amerikanische Destille, sondern eine ganz besondere Whiskybrennerei. Denn sie produziert seit 2006 in Taiwan Single Malt Whisky. Das wohl besonderste bei der Brennerei ist das Fassmanagement-Konzept. Wer sich mal mit den Temperaturbedingungen in Taiwan auseinandergesetzt hat, der wird feststellen, da ist es doch ein klein wenig wärmer als in den schottischen Highlands. Deswegen hat man hier ein sehr, sehr schönes Lagerkonzept entwickelt, wie man Whiskys den perfekten Temperaturen aussetzen kann. Und bisher, muss ich sagen, wurde ich von Cavalan auch noch nicht enttäuscht. Neben dem Cavalan Classic gibt es noch diverse Whiskys, die ebenfalls zur Core Range der Brennerei gehören. Und dann gibt es auch immer wieder Einzelfassabfüllungen für andere Inverkehrbringer als die King's K in Deutschland. In unserem Fall sind das zwei Einzelfassabfüllungen von Feingeist. Feingeist ist ein riesengroßer Spirituosenladen in Mömbris in der Nähe von Aschaffenburg bei Frankfurt. Aber die haben auch einen Online-Shop, also wenn ihr da mal reinschauen wollt, schaut gerne mal rein. Und die haben immer mal wieder Abfüllungen von diversen Brennereien für sich. Wer sich daran erinnert, ich hatte hier schon mal eine Abfüllung von der Milk & Honey Distillery aus Israel im Test. Und diesmal trifft es die beiden Solist-Abfüllungen von Cavalan. Ich muss zugeben, ich freue mich mehr auf den Portwood. Deswegen starte ich mit dem Vigno Barrique. Also in einem Barrique-Weinfass gereift. Eine Einzelfassabfüllung, ganze 183 Flaschen gibt es davon. Und der Whisky kommt mit 54 Volumenprozent Alkohol in die Flasche. Weder gefärbt noch kühlfiltriert. Und ganz ehrlich, die Farbe macht schon Lust auf mehr. Farblich würde ich sagen, ist es ein dunkelrötlich, fast schon in irgendwie so eine Schwarztee-Richtung, der sehr, sehr lang gezogen ist, geht. Also da merkt man die Weinfassreifung. Trotz der 54 Volumenprozent Alkohol ein sehr, sehr angenehmes Aroma, gar keine Alkoholschärfen, die man sonst bei sowas relativ schnell hat. Geruchstechnisch würde ich sagen, geht er in Richtung von tropischen Früchten. Man hat so eine leichte Eichenwürze mit dazu und einen schönen Karamellunterton. Ich bin sehr gespannt, wie er schmeckt. Also auch hier die 54 Volumenprozent, kein bisschen scharf, kommen erst hinten raus, so ein bisschen zur Geltung. Ich finde, er hat ein sehr, sehr schönes Aromenspiel aus einer doch relativ leichten Fruchtigkeit. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass er ein bisschen schwerer ist. Da kommt so eine Note, die so ein bisschen säuerlich daherkommt und man hat so ein bisschen Angst davor, dass es jetzt überhand nimmt und dann ist sie plötzlich wieder weg und dann bleibt so eine fruchtige Süße wunderschön. Also ein wirklich schönes, schönes Mundgefühl, was der Whisky mit sich bringt. Gefällt mir ehrlich gesagt sehr gut und auch einfach aufgrund der Tatsache, dass er eben so viel Alkohol, so einen hohen Volumenprozentanteil an Alkohol mit sich bringt, bleibt er natürlich auch entsprechend lange am Gaumen. Ich habe immer noch so eine leichte Würzigkeit von der Eiche. Also, ja, ich würde sagen, ein guter Einstieg. Weiter geht es mit dem Solist aus dem Portweinfass und farblich sehen wir schon, da ist wirklich ordentlich Wein mit dabei. Alkoholtechnisch haben wir 58,6 Volumenprozent Alkohol und jetzt bin ich sehr gespannt, wonach der duftet. In der Nase meine ich etwas Beeriges wahrzunehmen, ein schöner Beerenkompott, der ein bisschen gesüßt wurde. Karamell und Vanille kommen dazu, eine leichte Würzigkeit und noch ein bisschen was von Pflaumen und Orangen. Also eine leichte Zitrusnote, die aber nicht ins Säuerliche geht, sondern eher so im Süßlichen bleibt. Oh.
Also im Geschmack nimmt er uns auf eine wunderschöne Reise mit. Er fängt an mit so einer leichten Fruchtigkeit, eine ganz, ganz, ja, gar nicht mal so kräftig wirkende Fruchtnote. Und die nimmt immer mehr ab und geht ins Schokoladige, dazu kommt ein bisschen Vanille. Und dann merkt man erst, okay, da ist Fassstärke am Werk. Und dazu kommt dann noch so eine Würze von der Eiche. Also auch hier ein sehr, sehr schönes Geschmackserlebnis. Welcher der beiden Kavalan Solists von Feingeist hat mir also nun besser geschmeckt? Die Entscheidung ist gar nicht so leicht, denn jeder hat seine Vorzüge und beide Whiskys sind wirklich fantastisch, muss ich zugeben. Preislich bewegen wir uns hier auch in einem etwas höheren Rahmen. Bei dem Vigno Barrique sind wir bei 129,90 Euro und bei dem Solist aus dem Portweinfass bei 139,90 Euro. Also da sollte man auch erwarten, dass die Whiskys wirklich was können. Das tun sie beide. Ich muss ehrlich zugeben, ich mochte die Geschmacksreise vom Portweinfass gereiften Whisky irgendwie ein bisschen lieber. Die hat einen schön abgeholt und später hinten raus dieses nussig-würzige war einfach eher meins. Aber auch der Vigno Barrique, ein fantastischer Whisky. Wie gesagt, beide voll abgeholt. Das war's schon wieder mit meiner kleinen Whisky-Verkostung. Heute mit zwei Whiskys von Feingeist in Membris, dem Solist von Kavalan, einmal aus dem Vigno Barrique-Fass und einmal aus dem Portweinfass. Beides Einzelfassabfüllungen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen und habt die Möglichkeit, diesen Whisky einmal zu probieren, denn es lohnt sich. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch sehr, sehr gern ein Like für dieses Video oder abonniert doch gleich den ganzen Kanal, um absolut nichts mehr zu verpassen. Und ich genieße jetzt ein Schlückchen des Portweinfass gereiften Whiskys von Kavalan, sage Cheers und bis zum nächsten Mal.